Wenn es etwas gibt, was die Welt jetzt braucht, dann ist es Hoffnung. Hoffnung für die Zukunft. Hoffnung auf eine Zeit des Friedens, des Wohlstands und der allgemeinen geistigen Erleuchtung. Aber eine solche Hoffnung fehlt uns in dieser Welt des Krieges, der Kriminalität, der Hungersnot, der Umwelt, der physischen Krise, der Verschwendung von Geld und der politischen Unruhen. Etwas läuft in dieser Welt furchtbar falsch. Die Zukunft des Menschen sieht in der Tat düster aus. Wenn der Mensch seine Zukunft selbst in die Hand nehmen will, glücklicherweise liegen gute Nachrichten vor uns. Die Bibel spricht von zwei Zeitaltern: diese heutigen böse Welt und die Welt von morgen. Die Welt von morgen wird nicht vom fleischlichen Menschen regiert werden. Sie wird auch nicht von jedem bösen geistigen Wesen beeinflusst werden, welche die Bibel den Fürsten der Lüfte nennt, Satan, den Teufel. Lesen wir dies in Epheser 2, Vers 2. Epheser 2, Vers 2. In denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Stattdessen wird es eine völlig neue Welt sein. Ein völlig anderes Zeitalter, in dem die Regierung Gottes die Herrschaft übernehmen wird. Überall wird Frieden einkehren. Ein wunderbares, neues Zeitalter wird kommen, zum Wohle für uns alle. Diese gegenwärtige böse Zeit, die heutige Welt, ist eindeutig unvollkommen. Sie ist oft eine merkwürdige Mischung aus Gut und Böse, wobei Letzteres überwiegt. Trotz der besten Absichten des Menschen, seines menschlichen Idealismus und seines unglaublichen schöpferischen Geschicks geht immer noch alles daneben. Kriege und Kriegesgerüchte. Für viele machthungrige Personen ist menschliches Leben nichts wert. Die Gewalt liegt tief im Herzen des Menschen. Wie Jesaja sagt in Jesaja 59, Verse 6 und 7. Taten der Gewalt liegt in ihren Händen. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie beeilen sich, unschuldiges Blut zu vergießen. Verwüstung und Zerstörung liegt in ihren Straßen. Die Menschheit kennt einfach nicht den Weg des Friedens. Oder wenn sie ihn kennen sollte, dann fehlt ihr der Wille, ihn zu beschreiten. Jesaja sagt abschließend in Vers 8, im gleichen Kapitel, Vers 8, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Der Apostel Paulus zitiert später diese Verse, um den Zustand des Menschen im Allgemeinen von Gott zu beschreiben. In Römer 3, die Verse 12 bis 17. Römer 3, Verse 12 bis 17. Ich lese dies aus der Neuen Genfer. Vers 12. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässige Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, Vers 17, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Der Mensch ist ein Kriegstreiber. Der Mensch, von Gott getrennt, ist unfähig, in der Gemeinschaft der Menschen Frieden zu stiften. Seine bisherigen menschlichen Lösungen haben einfach nicht funktioniert. Der Mensch hat Gott abgelehnt.
Weil der Mensch im Großen und Ganzen nicht bereit war, Gott und Gottes Willen in sein Denken einzubeziehen, gestattete Gott ihm, seinen eigenen Weg zu gehen. Paulus zitierte das Alte Testament und sagte in Römer 3, Vers 18, Römer 3, Vers 18, ich lese dies wiederum aus der Neuen Genfer, sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Und auch in Psalm 36, Vers 2, Psalm 36, Vers 2, die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Und was geschieht, wenn der Mensch Gott ablehnt? Paulus antwortet erneut in Römer 1, Vers 28. Römer 1, Vers 28, ich lese aus der Hoffnung für alle. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Der Mensch ist weit über das bloß Unzählige hinausgegangen, wie Paulus es schrieb in Römer 1, Vers 21. Römer 1, Vers 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen, in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Lesen wir auch Vers 24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Paulus fährt dann fort, unsittliche Verhaltensweise von Menschen zu beschreiben, die von Gottes Geist getrennt sind. Zum Beispiel Homosexualität. Es gibt noch viele andere mehr. Lesen wir die Verse 26 und 27. Ich lese dies aus der Hoffnung für alle. Vers 26 und 27. Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehren. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Vers 27. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen, und lassen ihren Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihr Götzendienst am eigenen Leib. Lesen wir weiter die Verse 29 bis 31. Ich lese dies aus der Guten Nachricht. Es findet sich bei ihnen jede Art von Unrecht, Niedertracht, Gier, Gemeinheit. Sie sind voll Neid. Sie morden, sie streiten, sie betrügen und stellen einander fallen. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, überheblich und prahlerisch. Sie sind erfinderisch im Bösen. Sie wollen sich ihren Eltern nicht unterordnen. Unverständig sind sie und unzuverlässig, lieblos und ohne Erbarmen. Was für eine unglaubliche Beschreibung einer Gesellschaft, die völlig verrückt geworden ist. Wie ähnlich ist doch unsere Welt. Der Mensch von Gott abgeschnitten steigt in jede erdenkliche Art von Unzucht und Sünde hinab. Er begründete und entfernt sie. Der Mensch wendet sich seinen eigenen intellektuellen Fähigkeiten zu, ignoriert Gott und die Begeisterung der Menschen schreitet weiter fort. Wenn er das einmal getan hat, fühlt er sich jetzt weise. Klug. Aber Paulus warnt in Römer 1, Vers 22. Römer 1, Vers 22.
die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden. Wenn der Mensch Gott ausschließt, erlöscht auch das Licht der Wahrheit. Und wenn das geschieht, steigt der Mensch in die Dunkelheit und der Finsternis des Geistes hinab. Die Auswirkungen seines Verhaltens sind überall sichtbar. Der Mensch führt in seinem natürlichen, ungeistlichen Zustand das aus, was die Bibel die Werke des Fleisches nennt. Nun sind die Werke des Fleisches, lesen wir dies in Galater 5, Vers 19. Galater 5, Vers 19. Ich lese dies aus der Hoffnung für alle. Gebt ihr dagegen euren alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt: zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben. Lesen wir auch Vers 20 und 21. Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Was für eine genaue Beschreibung der Welt des Menschen. Die Beschreibung des Paulus ist heute noch genauso gültig wie zu seiner Zeit. Die Natur des Menschen hat sich nicht verändert. Der Mensch schließt Gott weiterhin aus seinem Denken. Vielleicht heute mehr denn je. Das ganze Bild des menschlichen Verhaltens zeigt dies ohne Frage. Die Werke des Fleisches. In der westlichen Welt dominiert die Unzucht in allen Bereichen. Geschlechtskrankheiten nur als Beispiel. Dies ist natürlich das Ergebnis einer zügellosen Freizügigkeit. Scheidungen sind seit Jahren auf dem Vormarsch. Immer mehr Kinder werden von einem einzigen Elternteil aufgezogen. Die Ehe wird von immer mehr jungen Menschen als unangenehme Sache angesehen. Sexuelle Unmoral. Das Umfeld zunehmender unzüchtiger sexueller Aktivitäten wird von der Pornoindustrie ausgenutzt. Inzest und Pädophile, Homosexualität und jede erdenkliche Art Heterosexualität, Aktivitäten liefern unendliche Nährboden für die Verbreitung von Pornografie. Ich hatte letztens eine Berichterstattung gesehen, in dem sie eine Sexpuppe verkauften. Jetzt denken vielleicht ein paar, das ist ja nicht schlimm. Die Sexpuppe war einem Mädchen nachgebildet, 7 Jahre alt. Man fragt sich, ob es in dieser Welt, in der die Dinge so völlig verdreht sind, noch etwas Schlimmeres gibt. Wie treffend beschrieb Paulus die Menschheit, die vom Einfluss des Heiligen Geistes getrennt und vom Geist Gottes geschieden ist. Lesen wir nochmal Römer 1, Vers 28. Römer 1, Vers 28, ich lese dies aus der Neuen Genfer. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Der Mensch abseits von Gott ist hoffnungslos verloren. Er ist von jedem Winde der Lehre, Epheser 4, Vers 14, unterworfen, von jeder neuen Idee oder Lehre, die auf ihn zukommt. Lesen wir diesen Epheser 4, Vers 14. Epheser 4, Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen
und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Und am schlimmsten von allen ist er dem Einfluss des Satans, der Teufel, bekannt, mächtigen Geisteswesen ausgesetzt, der erfolgreich die ganze Welt verführt. Dies lesen Sie in Offenbarung 12, Vers 19. Wie Herbert W. Armstrong immer sagte, glauben Sie nicht mir, glauben Sie Ihrer Bibel. Offenbarung 12, Vers 9. Der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dorthin geworfen. Diejenigen, die wissentlich oder auf eine andere Weise von Gott getrennt sind, sind mit dem Willen Satans, des Teufels, verbunden. Diejenigen, die sich dafür entschieden haben, unabhängig von Gott zu leben, sind nach der Bibel geistlich tot. An die Kirche seinerzeit gerichtet, schrieb Paulus in Epheser 2, die Verse 1 und 2. Epheser 2, die Verse 1 und 2. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Dieses Zeitalter ist nicht die Zeit Gottes. Satan, der Teufel, ist der Gott dieser Welt. 2. Korinther 4, Vers 4. Lesen wir diesen 2. Korinther 4, Vers 4. Bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Sein Einfluss ist überall spürbar. Er hat den Verstand der Menschen blind gemacht für die Wahrheit des Evangeliums. Lesen wir es nochmal. Der Satan, der Herrscher dieser Welt, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass sie der guten Nachricht nicht glauben. Und so können sie auch deren hellen Glanz nicht sehen, den Glanz, in dem Christus aufleuchtet, der das Bild Gottes ist. Die Botschaft Gottes erscheint einer geistlichen, verfinsterten Menschheit als bloße Unsinnigkeit. Paulus sagte den Korinthern in 1. Korinther 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Die von Gott abgetrennte Welt vergeht in ihren Sünden. Sie steuert auf die Vernichtung zu. Satan ist der Todesengel dieser Welt. Er steht hinter dem Ganzen. Der Weg, der dem Menschen aus menschlicher Sicht richtig erscheint, ist in Wirklichkeit der Weg Satans. Der Weg, der mit dem sicheren Tod endet. Der Mensch hat von sich aus nicht die Fähigkeit, seine Schritte richtig zu lenken. Jeremia drückte es so aus. Lesen wir diesen Jeremia 10, Vers 23. Jeremia 10, Vers 23. Ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Der Mensch hat nicht in sich selbst die Fähigkeit, sich selbst für die richtige Richtung zu geben. Der Mensch
braucht Gott. Wenn der Mensch sich selbst dem Teufel überlassen bliebe, würde er sich selbst zerstören. Zum Wohle der Menschheit hat Gott den Menschen nicht sich selbst überlassen. Er wird eingreifen, diese gegenwärtige böse Welt. Galater 1 bis 4. Lesen wir dies, gegenwärtige böse Welt in Galater 1, Vers 4. Der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, und um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu erretten, nach dem Willen unseres Gottes, unser Vater. Dieses Zeitalter der Bösen wird zu einem gewaltsamen Ende kommen. Diese Welt ist böse. Es ist die Welt Satans. Es ist die Welt der Menschen. Aber ein neues Zeitalter ist im Kommen. Der Mensch wird mit dem wahren Gott versöhnt werden und Satan wird man in den Abgrund werfen. Dies lesen wir in Offenbarung 20, Vers 3. Schlagen Sie mit mir auf, Offenbarung 20, Vers 3. Er warf ihn in den Abgrund, schloss ihn ein und versiegelte den Abgrund über ihm, damit er die Nation nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Danach wird er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Das Volk Gottes glaubt an die Verheißung des Herrn im Hinblick auf dieses neue Zeitalter. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dies finden Sie in 2. Petrus 3, Vers 13. Ein neues Zeitalter wird anbrechen. Der Beginn dieses neuen Zeitalters wird durch zwei große Ereignisse eingeläutet werden, die beide vor langer Zeit in der Bibel prophezeit wurden. Das erste davon ist die Rückkehr Jesu Christi auf diese Erde. Und wie? Es erschien den Apostel ein Engel und sagte: Ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr da und schaut in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen wurde, wird so kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt fahren sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Wie Christus in die Wolken emporgehoben wurde, so wird er in den Wolken zurückkehren. So steht es in der Bibel. Jesus wird wiederkommen. Dessen können Sie sich sicher sein. Aber wann kommt er? Das liegt in der Hand des Vaters. Das lesen wir in Matthäus 24, Vers 36. Matthäus 24, Vers 36. Den Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Der Vater entscheidet es. Paulus beschrieb die Wiederkunft Christi in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 so. Schlagen Sie mit mir auf, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Micha beschreibt die Errichtung des Reichs so in Micha 4, Verse 1 und 2. Micha 4, Vers 1 und 2.
Micha 4, Vers 1. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden, Vers 2, werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege, und wir in seinem Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. In dem neuen Zeitalter wird Jesus Christus wie nie zuvor unter den Menschen verherrlicht werden. Von seiner gütigen, aber festen Herrschaft wird sich jedes Knie beugen. Jedes Knie. Aber er wird nicht mit Brutalität oder Grausamkeit regieren, wie es so viele modernen Machthabern tun. Er wird das tun, was er seinen eigenen Jüngern über das Herrschaftsamt gepredigt hat. Dies lesen wir in Matthäus 20. Matthäus 20, Verse 25 bis 28. Ich habe das entnommen aus der Zürcher Bibel. Jesus aber rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Macht gegen sie einsetzen. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Es wird keine Frage sein, wer hier das Sagen hat, wenn Christus die Weltherrschaft übernimmt. Aber diese Macht wird weise eingesetzt werden. Jesus Christus wird als der Gütige die Menschen regieren. Er wird auch Gott, dem Vater, dienen und unermüdlich daran arbeiten, Frieden und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt herzustellen. Jesus Christus wird 1000 Jahre lang Zeit haben, mit voller Unterstützung von Gott, dem Vater, seine Lehren, wie sie in den 4 Evangelien des Neuen Testaments aufgezeichnet sind, die in die Praxis umzusetzen. Er wird in der Welt zu allen sagen, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Es wird eine Zeit des Wiederherstellens, Bauens, Wachens und Behebens der unglaublichen Schäden sein, die nach 6000 Jahren menschlicher Missherrschaft hinterlassen wurde. Es wird keine Zeit von Stress und Schmerz sein, wie wir sie heute erleben und kennen. Die Menschheit wird zum ersten Mal im großen Umfang die unglaubliche Sanftmut und das Mitgefühl eines liebenden Gottes erleben. Jesus wird wie ein guter Hirte über die Herde Gottes herrschen, die aus der ganzen Menschheit besteht. Lesen wir diesen Jesaja 40, Vers 11. Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Noch nie zuvor hat die Menschheit diese Art der Führung erlebt. Niemals zuvor hat die Menschheit eine so schöne Kombination aus Kraft und Leidenschaft, Macht und Sanftmut erlebt. Es wird wirklich ein wunderbares neues Zeitalter in jedem Sinne des Wortes sein. Nach der Ankunft Jesu Christi, der Auferstehung der Toten in Christus,
und der Bindung Satans wird ein neues Zeitalter anbrechen. Die Dunkelheit wird dem Licht von Gottes Weg weichen. Jesus Christus wird seine Hand ausstrecken, um die Wiederherstellung aller Sachen herbeizuführen. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Lesen wir Apostelgeschichte 3, Vers 21. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Ich lese dies aus der Neuen Genfer. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er dem ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seinen heiligen Propheten angekündigt hat. Die Regierung Gottes wird auf der Erde wiederhergestellt werden und überall auf der Welt wird Frieden einkehren. Wie wird die Welt von morgen aussehen? Wie wird sie sich von der heutigen unterscheiden? Wir haben bereits gesehen, dass der Einfluss Satans nicht vorhanden sein wird. Das allein wird schon ein gewaltiger Unterschied machen. Wir wissen auch, dass Gottes Gesetz gelehrt und durchgesetzt werden und dass alle Völker nach Jerusalem hinaufgehen werden, um Gottes Wege kennenzulernen. Wir haben gesehen, dass Jesus in jedem entlegenen Winkel der Erde Gerechtigkeit herbeiführen wird. Aber was ist mit den Kranken, mit den Krüppeln? Was ist mit denen, die das Schicksal hatten, blind oder taub geboren zu sein? Inspiriert vom Heiligen Geist. Das finden Sie in 2. Petrus 1, Vers 21, welches wir nicht aufschlagen. Schrieb der Prophet Petrus von einem neuen Zeitalter. Jesaja 35, Vers 1. Schlagen wir dies auf. Jesaja 35, Vers 1. Jesaja 35, Vers 1. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Er stellte sich eine Zeit vor, in der dem Blinden die Augen geöffnet und den Tauben die Ohren geöffnet werden. Dann werden die Lahmen wie ein Hirsch springen und die Zunge der Stummen wird vor Freude singen. Lesen wir diese Verse in 5 und auch 6. Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Was für ein großartiges Bild. Er sah eine Welt, in der der Mensch wieder mit seiner Umwelt vereint sein würde. Er prophezeite ein Zeitalter, in dem die Balance auf allen Gebieten wiederhergestellt sein würde. Der Mensch würde wieder lernen, seinen irdischen Garten Eden zu pflegen und zu bewahren. Der Mensch würde wieder die Herrschaft über die niederen Geschöpfe dieser Erde erhalten. Sogar das Wesen der Tiere selbst würde sich ändern. Lesen wir dies in Jesaja 11, Vers 6. Jesaja 11, Vers 6. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panda beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Hört sich das nicht wundervoll an? Lesen wir weiter, Vers 7, im gleichen Kapitel, Vers 7. Kuh und Bärin werden zusammenweiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ezekiel prophezeite auch eine Zeit, in der Gott die Städte bewohnt und die verwüsteten Orte wieder aufgebaut werden. Gehen wir zu Ezekiel 36, Vers 33. Ezekiel 36, Vers 33.
So spricht Gott der Herr, zu der Zeit, wenn ihr euch reinigen werdet von allen euren Sünden, will ich die Städte wieder bewohnt sein lassen und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. Lesen wir auf Vers 34 und 35. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert war, vor den Augen aller, die vorübergingen. Und man wird sagen, Vers 35, dies Land war verheert und jetzt ist's wie der Garten Eden und diese Städte waren zerstört, öde und niedergerissen und stehen nun fest gebaut und sind bewohnt. Amos sprach auch von der Wiederherstellung in Amos 9, Vers 14. Amos 9, Vers 14. Dann will ich auch das Geschick meines Volkes Israel wenden, dass sie verwüstete Städte wieder aufbauen und darin wohnen, dass sie Weinberge anpflanzen und den Wein von ihnen trinken, dass sie Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Wir sehen Jesus Christus als Erlöser, als Heiler, Herrscher und König der Könige. Wir sehen eine Welt des Wiederaufbaus, der Wiederherstellung und der Ordnung. Kriege gehören der Vergangenheit an. Es wird eine Weltregierung geben, eine Weltordnung, auf die sich alle einig werden. Nationen und Völker werden in Harmonie und Kooperation miteinander arbeiten. Der heutige Materialismus wird der göttlichen Vorgabe weichen. Alle weltweiten Glaubensrichtungen und Ideologien werden durch eine universelle Gottesherrschaft ersetzt werden. Der Mensch wird endlich in der Lage sein, sein volles menschliches Potenzial in Christus zu verwirklichen. Zum ersten Mal in irgendeinem bedeutenden Ausmaß wird der Mensch zu erkennen beginnen, wer und was er ist. Er wird wissen, was es bedeutet, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein. Wir haben gesehen, wie die tausendjährige Herrschaft Christi auf dieser Erde eine Zeit der Wiederherstellung, des Wiederaufbaus und der Hinwendung des Menschen zu seinem Schöpfer sein wird. Jesus Christus wird der Plan Gottes während der tausendjährigen Periode erfolgreich ausgeführt haben. Das ganze Universum wird unterworfen worden sein. Alles wird unter Kontrolle sein. Der Tod wird der Vergangenheit angehören. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die jemals gelebt haben, wird die Erlösung durch Christus erreicht haben. Jesus wird die Zügel in völligem Gehorsam und Unterwerfung seinem Vater übergeben. Das Universum wird nun für die nächste Phase des göttlichen Plans bereit sein. Denn so schrieb Johannes in Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Schlagen Sie mit mir auf Offenbarung 21 und lesen Sie mit mir die Verse 1 bis 4. Offenbarung 21, Vers 1. Ich lese dies aus der Neuen Genfer. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben. Kein Leid, keinen Schmerz. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Was für eine unglaubliche Vision. Gott, der Vater, kommt herab, um mit den Menschen in einem völligen neuen Jerusalem zu wohnen.
eine völlig erneuerte Erde. Können Sie sich das vorstellen? Eine leidfreie Welt, in der es keinen Tod, kein Weinen, kein Elend irgendwelcher Art geben wird. Eine Welt, in der Gott und Christus Seite an Seite über ein friedliches, ewiges Königreich herrschen. Das ist genau das, was Johannes sich vorgestellt hat. Und er sah das neue Jerusalem in allen Einzelheiten. Es gibt uns in Offenbarung 21, Vers 15 und 21 eine lebendige Beschreibung davon. Lesen wir diesen unglaublichen Vers in Offenbarung 21, die Verse 15 bis 21. Ich lese dies aus der Neuen Genfer. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Maßstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich, sie waren quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab. Sowohl in der Länge und in der Breite als auch in der Höhe waren es 12.000 Stadien. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet, dem Maß, das der Engel verwendete, 144 Ellen. Die Mauer war aus Diamant gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der zweite ein Lapis-Lazuli, der dritte ein Rubin, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Saphir und der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinte wie Kristall. Lesen wir auch Vers 22 und auch 23. Ein Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um die Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Hier sehen wir den endgültigen, großartigen Höhepunkt von Gottes neuem Zeitalter. Das Licht Gottes wird das Universum erfüllen. Es wird ein herrliches Zeitalter von unvergleichlicher Größe sein. Lesen wir Offenbarung 22, Vers 5. Offenbarung 22, Vers 5. Ich lese dies aus der Neuen Genfer. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Unsere Vorstellung von der Welt von morgen ist durch unsere eigene Menschlichkeit begrenzt. Aber Gott ist immer noch auf seinem Thron im Himmel. Er arbeitet immer noch Schritt für Schritt an seinem Plan. Jeden Tag nähern wir uns dem Ende dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters. Die gesamte Menschheit wurde geschaffen, um in diese neue Welt der Gerechtigkeit und des Friedens aufgenommen zu werden. Gott möchte diesen ewigen Heil mit jeder Menschenseele teilen, die je gelebt hat, von der Zeit Adams bis zum letzten Menschen. Gott möchte, dass Sie einen Teil seiner Zukunftsvision sind. Ob Sie das Privileg haben, dabei zu sein oder nicht, liegt jedenfalls zum Teil in Ihrer Hand. Wenn Gott Sie ruft und Ihnen diese Wahrheit offenbart hat, liegt es an Ihnen, danach zu handeln. Offenbarung
22, Vers 17. Schlagen Sie mit mir auf Offenbarung 22, Vers 17. Ich lese dies wiederum aus der Neuen Genfer. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm, und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm, wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Gott hat seinen Aufruf gemacht, was wird Ihre Antwort sein? Er sagt in Vers 14, glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Seine Gewänder zu waschen, bedeutet sein Leben zu bereinigen, zu bereuen und Jesus Christus für immer als seinen Herrn und Meister anzunehmen. Es bedeutet, sich im Gehorsam dem Gesetz Christi hinzugeben und an sein Opfer zu glauben. Es bedeutet, sich mit Gott zu versöhnen, von dem sie sich durch ihre Sünden entfremdet haben. Lesen wir dies in Jesaja 59, Vers 2. Jesaja 59, Vers 2. Eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Es bedeutet, sich vom Weg Satans abzuwenden und sich dem Weg Gottes zu gehorchen. Dies ist Satans Welt. Diejenigen, die Satans Weg leben, werden feststellen, dass sie zusammen mit seiner Welt untergehen werden. Es war derselbe Apostel Johannes. Er schrieb es in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 16, bis 17. Schlagen Sie mit mir auf 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17. Ich lese dies wiederum aus der Neuen Genfer. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Vers 16, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrliche Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. In Gottes neuer Welt wird es kein Unrecht, keine Rebellion, keine Ungerechtigkeit geben. Nur Liebe, Frieden, Harmonie und Gerechtigkeit. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihren eigenen Weg zu gehen, werden dies tun dürfen, bis in den feurigen Pfuhl hinein. Sie werden nicht in das Reich Gottes aufgenommen werden. Gott wird sie nicht zwingen, sich ihm zu unterwerfen. Er sagt in Offenbarung 22, Vers 11, ich nehme dies wieder aus der Neuen Genfer, wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun. Und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Solche Menschen werden nicht in den Plan Gottes für die Ewigkeit aufgenommen werden. Vers 15, im gleichen Kapitel, Vers 15. Keinen Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde und die, die okkulte Praktiken ausüben, sich sexueller Ausschweifungen hingeben, andere umbringen, oder Götzen anbeten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich in ihrem Tun von ihr leiden lassen, sind und bleiben draußen. Lesen wir den zweiten Teil in Vers 11.
In Offenbarung 22, Vers 11. Wer aber so handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun. Und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Sie sind es, die in das neue Jerusalem Gottes aufgenommen werden. Diejenigen, die sich jetzt entscheiden, die großartige Botschaft Gottes anzunehmen, werden für alle Ewigkeit bei ihm wohnen. Ein neues Zeitalter kommt und sie können in diesem Zeitalter aufgenommen werden. Jesus sagte zu ihnen und auch zu mir, Offenbarung 22, Verse 12 und 13. Offenbarung 22, Vers 12 und 13, wiederum aus der Neuen Genfer. Ja, ich komme bald, sagt Jesus, und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Kommen wir nun zur letzten Bibelstelle, die Verse 20 und 21. Gleichen Kapitel, das lese ich aus der Guten Nachricht. Der aber, der dies alles bezeugt, sagt, ganz gewiss, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit allen.